zur Reform des Schularztwesens basiert auf einem Rechnungshofbericht. Und zwar hat der Rechnungshof festgestellt, dass es Doppelgleisigkeit bei den Kompetenzen zwischen Gesundheitsministerium und Unterrichtsministerium gibt, die auszuräumen wären. Der Bund ist weiter zuständig für die Schulärzte der Bundesschulen. Für die Schulärzte an Pflichtschulen ist das Land und sind die Gemeinden als Schulerhalter zuständig. Das führt zu einer starken Inhomogenität des schulärztlichen Dienstes in der Gesamtheit. Die Steigerung der Effizienz dieses schulärztlichen Dienstes wäre die strikte Trennung zwischen Schulgesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge aufzuheben. Die Schulärzte führen jährlich eine Reihe von Untersuchungen durch. Dabei werden allgemeine Daten wie Größe, Alter und Gewicht des jeweiligen Schülers, aber auch Angaben über Allergien, über Sehvermögen, über Zähne, über das Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und Haltungsschäden aufgenommen. Dies wird alles in Gesundheitsblättern vermerkt, aber dann ist es schon erledigt, weil diese werden weder elektronisch erfasst noch an das Bundesministerium für Gesundheit weitergeleitet und können dadurch auch nicht für Zwecke der Gesundheitspolitik ausgeweitet werden. Dadurch gibt es keine Grundlagen für die Identifizierung von Risikogruppen oder Problemfeldern und man kann daraus keine ableitenden Präventionsmaßnahmen setzen. Um die Effizienz und Sinnhaftigkeit dieser Untersuchungen zu steigern, haben wir eben diesen Antrag eingebracht und in diesem sollten die Gesamtberichte erstellt und die gewonnenen Daten, anonymisiert natürlich, für gesundheitspolitische Auswertungen verwendet werden. Nach dem Ausschuss wird dieser Antrag wieder abgelehnt, aber ich bin trotzdem guten Sinnes, dass diese Forderungen umgesetzt werden, weil es ist ja doch um eine Empfehlung des Rechnungshofes handelt. Danke. Sagt Wolfgang Spadio, der Gesundheitssprecher des